Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, habt ihr euch Zeit genommen für uns, meine Damen und Herren. Wir hoffen natürlich, dass ihr den Osterstau auch glücklich hinter euch gebracht habt und wieder so in den Alltag eingetaucht seid. Und zur Feier des Tages haben wir gefunden, wir gehen noch gerade einmal mit euch auf die Straße. Allerdings nicht mit einem Auto, sondern mit diesem wunderbaren Oldtimer. Und mit guten Schuhen. Und noch ganzen Haufen spannender Strassengeschichten. Und das wilde Panoptikum von Gästen, die wir heute Abend zu Besuch haben, das wird bestritten von folgenden Gesprächspartnern. Der Mann, der weiss, wo hauptsächlich und warum der Schuh drückt. Und er weiss auch, was ein rechter Schuh kostet, wenn man ihn richtig pflegt. Ich freue mich auf mein Schuhputz-Seminar. Sie sind die lustigste Truppe ohne viel Wort, sagt man. Aber auch für das, was sie machen, gibt es keine Worte. Über sie lachen kann man allerdings, die akrobatischen Sportkomiker. Und sie ist selber ein Flüchtlingskind und weiss, was es heisst, wenn man mit nichts auf der Straße landet und wenn das Nötigste immer wieder fehlt. Ja, meine Damen und Herren, und mein erster Gast, den haben wir schon lernen kennen, zusammen mit seinem Vehikel. Er ist einer, der tüftelt, der sammelt, der erfindet, aber der auch ein sehr begabter Unternehmer ist. Und so ist es auch möglich geworden, dass der fantastische Traktor, fast 100-jährig und aus Holz gebaut, mit ihm zusammen, er hat unser Motto heute so richtig ernst genommen, von Küssnacht am Rigi bis ins Studio trötschgelt ist. Und so möchten wir die beiden herzlich empfangen, und zwar den Sepp Knüssel und unseren Holztraktor. Sepp. Ein unglaubliches Gefährt. Ich habe schon gesagt, es ist fast 100-jährig. Jetzt fragt man sich natürlich, wer hätte den Traktor gebaut? Weißt du das? Ja, ja, da hat man die ganze Geschichte. Das war ein Knecht, der ist vom Welschen. Der hat Steiner geheissen, der hat zwei Ross gehabt. Und die Ross haben natürlich jeden Tag Heu gefressen und Haber. Und er hat gesagt, die rendieren mir nicht. Die kommen zu teuer. Ja, ich baue mir einen Traktor. Mhm. Der kostet nur Geld, wenn er läuft. Das ist heute noch so. Ja, und dann ist er auf Autoabbruch gegangen, hat ein Auto geholt. Und Holz hat er daheim gehabt und hat auf dem Heuboden oben im Winter sich einen Traktor gebaut. Und die Automarke, die steht noch vorne am Kühler angeschrieben. Das ist zufällig, ist das auch ein Schweizer Auto gewesen, ohne Zettel. Die sind in Neuchâtel gebaut worden. Die sind nachher verkauft worden an Zimca, Zimca an Talbot und nachher an Peugeot. Also der Grundstein von der Peugeot. Richtig historische Automarke. Schweiz. Und jetzt hat er aber natürlich müssen basteln, hat das müssen umbauen. Ja. Was ist denn da alles eingeflossen in den wunderbaren Traktor? Also wie gesagt, das hat eine Schaltschasse gemacht, das ist Eschenholz. Da hat er auch Kriesbaum genommen, hat Tannen genommen. Also er hat wirklich anstatt Metall mit Holz den Traktor gemacht. Ja, wieso denn? Das hat er daheim, das hat er nicht müssen kaufen, oder? Mhm. Und das, so hat er sich das ja eigentlich aufgebaut, hat ein schönes Design gegeben mit den Ästen, die vom Holz rausgesagt und so sich noch ein schönes Design gebaut. Und hat es andere Bestandteile, die man nicht unbedingt... Hat er das alles mit feisten Kit verfugt und weiss angemalt, das Holz, weil er hat sich müssen schämen, wenn er das nachher... Die Nachbarn gesagt, jetzt hast du einen Traktor aus Holz, haben alle gemeint, das sei aus Guss. Aha, dann hätte er sich ein bisschen beschissen, damit das Nachbarn nicht überlaufen. Aber das war und dann hat man das Holz wieder zeigen. Wie bist du auf den Traktor? Oder da hat er einen alten Bettflaschenverschluss gesehen. Die Alten wissen das noch, was das ist mit den alten Blechflaschen. Und Gas gibt man hier? Das ist Gas, genau. Mhm. Der hat nur das Handgas. Weil die Füße brauchst du zum Bremsen. Damit es dann wieder perfekt funktioniert, braucht es einen Haufen Zeit. Ja, du hast den so richtig rausgeputzt. Ja, einfach schön wieder wie er war. Einfach entrostet alles, sauber gemacht. So, wie lange ist der Arbeit dahinter? Ja, das ist immer. Ich arbeite natürlich immer schnell. Ich habe nicht viel Zeit, das Hobby. Und also,
zwischen 400 und 700 Stunden ist schnell fort, wenn man das alles ein bisschen restauriert. Was findet deine Frau zu diesem Hobby? Ja, bis jetzt hat es mir noch nie wüsst gesagt. Sie darf dafür auch fahren, oder? Sie darf fahren? Ja. Ich habe jedem ein Kind einen gemacht, weißt du. Ah, du hast vier Töchter. Ja. Jede Tochter hat einen Traktor bekommen. Zur Konfirmation sozusagen. Ja, als es 14 war, habe ich gesagt, ich mache jetzt die Traktorenprüfung. Mhm. Und dafür restauriere ich den Traktor. Restaurieren. Sie haben einen auslesen am Keller, ich habe Haufen alte. Wie viele Gäste einen... bei dir im Hangar? Ja, es sind etwa 25, 30 Stunden rum. Und auch schon jetzt Töchter. Und die Frau hat zum Hochzeitstag einen bekommen? Nein, der habe ich zum 40. einen geschenkt. Der ist heute noch, weißt du, der verwelkt nicht. Ja, ja, genau. Gute Investition, ja, oder? Ja, und muss man sich vorstellen, dass die Familie Knüssel am Sonntag, 6. hoch, mit dem Traktor geht spazieren? Ja, das machen wir etwa. Oder so, also, Sennenkilbe-Umzug, weg, das haben wir wieder Sennenkilbe nächstes Jahr. Mhm. Dort fahre ich mir auch wieder mit den Oldtimer. So Sachen sind es eigentlich. Da oder einmal mit der Familie, zu den Grosseltern oder so. Ostern ist meistens etwa so eine Ausfahrt, das Wetter mitmacht. Ja, sind sie wieder mal ein bisschen bewegt. Oder wenn jemand heiratet, dann nehmen wir sie auch für, zum Spalier stehen natürlich. So. Sepp, aber du kannst ja natürlich nicht von diesen Oldtimer-Traktoren leben. Du bist auch, ich habe es gesagt, ein Erfinder, ein Tüftler und hast ein eigenes Unternehmen. Mit 20 schon gegründet. Ja. Mit einem grossen Bankkredit und einem klaren Businessplan. Ja, das hat man hier nicht so gemacht. Man hat sich einfach mal drauf losgemacht und dann hat die Überraschungen auch gekommen und so. Mhm. Aber ich hatte noch das Glück, ich habe eine gute Frau noch gefunden, die hat auch voll mitgezogen. Und so. Aber die fährt das... nicht nur ein Traktor, die ist auch mit im Geschäft. Ja, die macht das ganze Büro alles und jetzt die Kinder alle, sind alle vier im Geschäft jetzt. Und jetzt haben wir einen super Familienbetrieb und es läuft auch rund. Ein Familienbetrieb, wo dir auch selber Traktoren herstellen. Richtig. Und zwar, denke ich mir jetzt, nicht ganz einfach, oder? Ja, die amerikanische Konkurrenz ist voll auf dem Markt. Überall gibt es die luxuriösesten Traktoren. Dann kommt der Sepp Knüssel von Küsnacht am Rigi und sagt, ego! Was haben die anderen gesagt? Ja, wir haben natürlich schon gewählt, wenn wir einen Standardtraktor bauen, wie alle anderen machen, haben wir es schwer oder keine Chance. Wir haben schon ein Spezialprodukt gebaut, das sich in der Mitte verdrehen kann. Dann kann er noch höher aufklettern, wie ein Eichhörnchen, weißt du. Mhm. Fliegen kann er auch fast. Und ein bisschen speziell Vierradlenkung. Und also hier sieht man, kein Mäuerchen ist vor ihm sicher, der kann sozusagen alles. Hat die Konkurrenz am Anfang nicht gelacht? Normal, auch die Schweizer haben nicht gedacht. Ich kann ja der letzte war der Bauer, 1976 gehört. Und dann habe ich dann wieder angefangen, 40 Jahre später. Da haben alle gesagt, der Knüssel, der spinnt. Ja, das war ja so. Kann man dir? Er ist noch gleich negativ. Man sollte immer positiv denken im Leben. Dann wirst du alt und bleibst gesund. Oder? Das ist ja so. Ja. Traktorenbau ist das eben noch wichtiger. Kann man davon leben? Also, gibt es einen Markt, wo man die Apparate verkauft? Ja, also wir haben vor allem so Spezialnischen, auch Kommunen gehen noch etwa. Die Hälfte gehen fast in Export, Deutschland, etwas Frankreich, Österreich, vor allem im Pflegebereich. Mhm. So Teichpflege, einfach dort, wo eine geländegängig muss sein, speziell. Das ist ein bisschen unsere Kundschaft und in der Schweiz im Berggebiet. So ein bisschen alles können, Schneeräumung, Winterdienst und auch natürlich im Sommer Heuen, Frontlader. Einfach, es ist ja so richtig alles können. Dort, wo andere Dragoner, sozusagen. Ja, dort, wo wir andere hören, fangen wir in der Regel auch an. Oder? Jetzt, wenn man einen Betrieb hat, müssen auch alle mitschaffen. Du hast schon gesagt, die Töchter sind dabei, die Frau ist dabei. Gibt es denn überhaupt noch Freizeit? Ja, das ist eben, wenn man einen Oldtimer restauriert. Das macht man das Freizeit. Ist Freizeit? Ja. Ja, man ist immer am Arbeiten. Und schaffen und schlafen, das ist das Leben. Das macht Freude, wenn man so etwas zu Weg machen kann. Mhm. Jetzt bin ich eine alte Dampfmaschine dran und so. Und immer etwas dran. Man kann es nicht sein, wenn man sich. Das ist ein bisschen eine Sucht. Selbst zwischen den Ferien geht er auch. Ja, etwa eine Woche Traktor. Im Jahr. Und eine Woche im Jahr? Ja, ja. Die Frau will nicht mehr, die will noch mehr arbeiten. Also. Ist wahr? Normal ist umgekehrt, weißt du? Ja, eben genau. Aber am Samstag geben sie nicht frei. Nein, am Samstag bin ich meistens am Hobby dran, wenn ich im Geschäft nichts zu tun habe. Oder nichts machen muss.
tausenden Baustellungen und so musst du auch präsent sein. Aber am Samstagnachmittag ist regelmäßig mein Hobby. Da bin ich am Oldtimer restaurieren. Und im Sommer jemanden mal am Ausfahren oder einen Oldtimer treffen, gehen wir auch jemanden, ja. Du bist ja jetzt nicht nur in der Schweiz berühmt, nicht nur für deine Oldtimer, sondern auch für deine Alleskönner. Und das hat auch das Ausland gemerkt. Es ist noch nicht so lange her, hast du Preise bekommen. An einem grossen Kongress. 2000 Leute. Alles Manager, Akademiker im Saal gesessen. Dann hat man gesagt, der Knüssel, das ist der Erfinder. Ja, es waren eben alle schön Grauäpfel. Ist wahr. Und du? Ja, ich musste auch eine müssen anlegen. Hast du eine gehabt daheim? Ja, ich hatte 6 und keins, ich muss eine mitnehmen. Aha. Nein, ist das die Hochzeitskrawatte gewesen? Ja, ich glaube, sonst war eine schon rumgetrollt. Und dann bist du auf der Bühne gestanden. Alle haben Englisch geredet. Ja, und dann habe ich gesagt, ich halte jetzt nicht Englisch, aber da sind ja gleich fast alle, die Deutsch verstehen. Dann habe ich halt auf Schriftdeutsch geredet und alle haben geklatscht. Ja, mehrmals haben sie geklatscht, haben so Applaus gehabt, wie es da. Du hast gesagt, ich habe nicht Zeit für Englischlehre, ich musste arbeiten. Ja, das war so gewesen. Der Vater hat auch gesagt, wenn er 20 war, sind der es gemacht, so, jetzt müssen wir mal etwas arbeiten, jetzt haben wir genug Kosten. Heute gehen sie studieren. Heute gehen sie studieren, weiss nicht wie lange, oder? Ja, es war eine andere Zeit, aber wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wenn man Traktoren selber fabriziert, dann braucht es Handwerker. Gibt es die noch in der Schweiz? Oder ja, sind die so langsam rar geworden? Wir bilden selber immer ausbilden. Wir haben immer gute junge Leute. Und die lehren die Landmaschinenmech bei uns. Und die nehmen wir auch nach. Und das gibt in der Regel, wenn du gut motivierst, gibt das wieder gute Handwerker. Wir haben echt den grössten Teil Belegschaft, der schon lange bei uns ist und auch zum Teil bei uns gelehrt hat. Also, wir haben jetzt noch Glück. Man muss einfach motivieren, gute Löhne zahlen, gute Leistungen verlangen. Sie, die auch weiss, wie es geht und ihnen zeigt, was man alles machen kann. Man kann familiär sein und nicht so stur sein, immer. Gell? Sollen die Töchter die Firma mal übernehmen? Ja, die Therese die ist jetzt eingestiegen. Wir haben eine AG gegründet auf Jänner. Dort ist sie jetzt Geschäftsführerin. Ja. Mhm. Jetzt kommt halt die nächste Generation, die nachrutscht. Und diese Hilfe in allen Lehren. Es klappt gut. Super. Also, wir drücken den Daumen trotz dem hohen Schweizer Franken, dass da deine Traktoren noch weiterhin Erfolg haben. Ja. Und danke vielmals, dass du mit diesem wunderbaren Gefährt zu uns bist gekommen. Ja, und ich habe jetzt auch noch ein bisschen Rigitrack-Öl mitgenommen. Danke. Ja, das schmiert, oder? Habe ich jetzt gerade aus dem Kochiofen rausgenommen. Das ist wunderbar, der Traktor hat alle Einrichtungen. Danke vielmals. Alles Gute. Mach's gut. Ja, das tue ich dann mal da herstellen, meine Damen und Herren. Strassengeschichte. Mein nächster Gast ist eine Dame. Sie hat eigentlich schon mit 11 gewusst, was es heisst, Flüchtling zu sein. Sie ist vor dem Krieg aus Bosnien geflohen, ist in der Schweiz angekommen, hat hier eine neue Heimat gefunden, aber hat jetzt auch gemerkt, dass es andere Menschen gibt, die auf der Flucht sind. Und hat sich entschieden, ihnen zu helfen. Menschen, die aus Hoffnungslosigkeit, aus Angst vor dem Krieg, ihre Heimat verlassen, in der Hoffnung, bei uns etwas Neues zu finden, gewisse Sicherheit, aber zu Tausenden und zu Abertausenden an den europäischen Grenzen stehen. Sie will ihnen helfen. Sie hat dafür nicht nur jetzt sich entschlossen, regelmässig an diese Orte zu gehen, sondern sie hat sogar ihren Beruf aufzugeben. Was das heisst und was dahinter steckt, möchte ich gerne von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Vania! Schön, bitte da. Hallo, Vania, bitte schön. Ja, Vania, wir sind, glaube ich, alle konfrontiert und auch berührt von der Situation, was Flüchtlinge anbelangt. Wenn man den Politiker zulässt, jagt sich eine Konferenz nach der anderen. Lösungen sind keine in Sicht. Menschen hier haben Mitleid, sie haben, leiden mit an diesem Elend auf der einen Seite und gleichzeitig haben sie auch Angst. Angst, dass Sozialwerk zusammenkrauten, dass die Quantität der Flüchtlinge auch unsere Gesellschaft verunsichern. Wo steht ihr jetzt in diesen Diskussionen?
Also es ist sehr schwierig, vor allem über die politische Lage zu reden für uns, weil wir sind da zum Helfen. Also unsere Aufgabe ist eigentlich die erste Hilfe leisten. Ich verstehe aber sehr gut Leute, die Angst haben. Wir haben aber Balkankrieg auch erlebt. Ich bin selber damals in die Schweiz gekommen und es hat keinen Kollaps gegeben, soweit ich weiß. Also es ist einfach Angst von den Leuten. Jetzt muss man sich vorstellen, zum Beispiel Libyen hat 4 Millionen Einwohner, hat 2 Millionen Flüchtlinge. Und das ist immer noch okay dort. Also es ist nicht okay, aber es geht. Und darum sage ich mir auch einfach, das ist zu übertrieben, dass man denkt, dass die Masse von Leuten, die zu uns kommen und auf alle europäischen Staaten verteilt werden, dass wir irgendwie deswegen weniger Geld haben. Was ist eure Motivation? Seit dem August seid ihr dran, Flüchtlingen zu helfen. Zuerst als Individuum, jetzt im Rahmen eines Vereins. Was war eure Motivation? Unsere Motivation ist einfach, dass erleben, dass man den Leuten mit wenig helfen kann, dass man gebraucht wird. Und die Dankbarkeit, die zurückkommt, das ist Wahnsinn, wie dankbar die Leute sind. Und wir haben angefangen mit dem und wir haben gemerkt, dass sehr viele Leute in der Schweiz sind bereit zum Spenden, sind vielleicht nicht so viel bereit zum Abgehen und selber helfen, aus verschiedenen Gründen. Und wir sind immer grösser geworden, was mich auch jedes Mal erstaunt. Aber die Motivation ist immer noch da. Und wir haben gesagt, es gibt natürlich Tage, wo du sagst, oh mein Gott, es bringt nicht viel, was wir machen. Es ist einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber man rafft sich wieder auf und geht wieder. Grosse Organisationen sind auf verschiedenen Orten tätig. Schweizerische Rote Kreuz, Médecins Sans Frontières, UNICEF etc. Wo hat ihr das Gefühl, kann man als Einzelperson überhaupt etwas bewegen? Man kann sehr viel. Und vor allem sind wir in Preševo in Serbien, wo wir seit 6-7 Monaten jetzt tätig sind, sind wir sehr geschätzt als Organisation, was mich immer wieder erstaunt. Weil die grossen Organisationen haben so ihre Richtlinien. Sie dürfen nicht dem Mensch als Mensch helfen, sie müssen das Grosse in Auge behalten. Und dann kommt es vor, zum Beispiel, dass Flüchtlinge kein Geld für Zug haben oder für einen Bus, der 15 bis 35 Euro kostet. Und dann kommen wir und zahlen sie ihnen. Wir kaufen ihnen Tickets. Und dann haben wir immer wieder erlebt, dass uns die grossen Organisationen anrufen in Serbien und fragen tun, ob wir dann helfen können. Eine Familie, die ausgeraubt worden ist unterwegs, die kein Geld hat, die keinen Pass hat, um auf Western Union Geld abheben und so Sachen. Ihr könnt, jetzt gesagt, nur punktuell helfen. Das heisst, man ist so wie ein Schiedsrichter. Man sagt, dir hilfe, die lasse ich auf der Seite. Wie schwierig sind die Entscheidungen? Also für uns jetzt selber. Mit dem hatte ich am Anfang sehr viel Mühe gehabt, weil vor allem, wenn du Kind siehst und du sagst, du musst einfach entscheiden, jetzt gibt es nichts mehr. Wir haben kein Geld oder wir haben nicht genug gekauft. Und wem gebe ich jetzt das Päckchen, das ich gemacht habe? Es zerbricht das Herz wirklich, aber es gibt einen nächsten Tag und ich denke mir einfach, das ist so für mich, um mich selber zu schützen vielleicht auch ein bisschen. Ich entscheide so, dass jeder, also es gibt sehr viele Leute, die im Moment helfen tun und jeder von der Familie findet irgendwo jemanden, der ihnen hilft. Mhm. Und so habe ich für mich einfach zum für den eigenen Schutz, dass ja. Man nicht zerbricht jetzt an diesen Situationen. Was trifft man denn an? Wo seid ihr im Moment da? Also im Moment sind wir in Preševo und in Idomeni, in Griechenland. Also das, was ich in Griechenland gesehen habe, ich war vor 2 Wochen dort, für 2 Wochen. Und das, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Also das ist nicht schön. Also so etwas, Menschenrechte existieren dort nicht, Kinder sind im Dreck, sind Hunger. Und die ersten Fehler, als wir mit Gütern gekommen sind, haben wir ein Auto aufgemacht mit Brot, mit banalen Sachen eigentlich, zum Essen und Trinken. Und sind uns fast überrannt. Mein Knie war angeschwollen, ich bin geschubst worden. Also es sind Sachen, die man hier in Europa eigentlich nicht sehen sollte. Die Leute haben richtig Hunger. Mhm. Mit was für Sachen geht ihr denn zu den Leuten? Was ist denn das Wichtigste, wo die das Gefühl haben, das hilft jetzt in so wirklich auswegslosen Situationen einzelnen Familien weiter? Essen. Also Nahrungsmittel, Wasser, Milch, Kleider, Schuhe vor allem. Schuhe fehlen überall, auch in Preševo, wo wir das Problem hatten, weil Schuhe darf man ja nicht gebrauchte spenden. Also es müssen neue Schuhe sein und auf 15'000 Menschen ist es sehr schwierig, Schuhe
zu finden, vor allem die richtige Größe. Wir sind die ersten Tage sind wir immer von Familie zugegangen, da haben sie gefragt, was brauchen wir, und das heißt immer alles. Und meistens haben wir dann Päckchen gemacht, wir sind einkaufen und haben dann Päckchen gemacht für die Familie mit Brot, Schoki, Konserven, Fisch, Öl sogar, weil sie finden jetzt auch kochen dort und Milch und ja. Sie sagen, ihr habt jetzt auch Mitstreiter gefunden, zum Glück. Menschen, die nicht nur spenden, sondern die sagen, sie kommen mit. Was sind das in der Regel für Leute, die euch jetzt an Ort und Stelle mit unterstützen? Also, es ist ganz verschieden. Also, wir haben wirklich von 18 bis der Älteste ist, glaube ich, pensioniert gewesen, also über 60. Sind Leute aus allen Schichten, also sind Lehrer dabei, sind Ärzte dabei, die sich bei uns melden und können als Volontäre arbeiten. Also sie arbeiten nicht als Ärzte, sondern als normale Volontäre. Und es ist ziemlich gewachsen. Die Leute haben einfach das Bedürfnis, weil in der Schweiz, wir haben auch genug, aber irgendwo gibt es Menschen, die helfen wollen, wissen aber nicht wie und wo. Und dann kriegen sie bei uns. So das ist ja manchmal schon das Problem. Also man will helfen, man meint aber auch, man weiß, wie man hilft. Gute Menschen sind manchmal nicht unbedingt gute Menschen für die Sache. Was erlebt ihr da? Oh, es gibt lustige Situationen. Wir erleben viel. Also es gibt Leute, die so auch etwas nützen, um sich selber gross zu machen, um zu sagen, jetzt habe ich geholfen. Und dann, was mich zum Beispiel stört, ist zum Beispiel Facebook. Man funktioniert heutzutage über Facebook. Und wenn man sieht, so private Seiten von Leuten, überall sieht man die Safe Passage oder Fotos mit Kind. Und wenn man sich irgendwie selber bestätigt, okay, ich bin gut, ich bin da noch, habe etwas gemacht. Und es gibt, also das finde ich nicht so gut. Also, wenn man schon also hilft, für das Helfersyndrom auch unter Kontrolle zu behalten, braucht es eine gewisse Bescheidenheit und ein echtes Engagement. Vor allem, muss man sie manchmal schon zurechtweisen und sagen, so, jetzt. Ja, das haben wir im Sommer in Preschewo viel, wo Leute gekommen sind von überall von Europa, also ich rede jetzt nicht von unseren Volontären, die einfach so gegen den Staat waren, gegen den serbischen Staat, was absolut Blödsinn ist, weil Serbien hat sehr gut reagiert, meiner Meinung nach. Auch Polizisten, wir haben super Arbeit mit ihnen. Und das sind so die denen sage ich dann richtig so Weltverbesserer. So, kein Mensch ist illegal, aber dann muss man ja im eigenen Land auch kämpfen für das und dann Demonstrationen machen. Und das sind politische. Werdet ihr zwischen ihnen auch rabiat? Bitte? Werdet ihr zwischen ihnen auch rabiat? Ich? Ja. Ja. Der hat Stelle aufgegeben, letztes Jahr. Das ist ein grosser Schritt. Wie haltet ihr euch über Wasser? Ihr habt auch noch einen 10-jährigen Sohn. Mhm. Ja, schwer. Also ich habe meine Wohnung untervermietet. Ich wohne jetzt wieder bei der Mama. Ich bin aber eine Bosnierin, das ist gut. Das ist okay. Und wir kaufen T-Shirts in Serbien ein, so mit Refugee Welcome Sprüch drauf, und verkaufen sie hier für 30 Franken in der Schweiz. Und von dem Geld finanzieren wir meine Spesen. Also meine Spesen sind nicht so groß, aber ich bin ja sehr wenig in der Schweiz, also brauche ich auch wenig Geld. Ihr geht alle 14 Tage hin und zurück, also bleiben 2 Wochen, kommen wieder da zurück. Ja. Gibt es dir als Mutter auch schlechtes Gewissen dem Sohn gegenüber? Absolut nicht. Absolut nicht, weil ich sage mir einfach eins, keine Mutter, die alleinerziehend ist, kann mir sagen, dass sie 24 Stunden euch für ihr Kind. Aber wenn sie arbeiten geht, ist sie 8 Stunden auf der Arbeit, kommt heim, ist müde, muss noch kochen, muss man putzen, muss alles. Und dann bleibt das Wochenende und dann will man noch viel machen mit dem Kind. Und dann verliert man. Also ich rede aus Erfahrung, weil jetzt so mein Leben vorher ausgesehen hat. Jetzt habe ich die 2 Wochen intensiv mit meinem Sohn, weil ich noch bei der Mama wohne und sie kocht und sie putzt und sie bügelt. Das Leben der Mütter. Ja. Und Mama schaut auch, wenn ihr weg seid, zu eurem Sohn. Natürlich. Und mein Sohn versteht, dass ich rede viel mit ihm darüber. Menschen, die nachher endlich an dem Ort sind, wo sie sich erhofft haben, ihr Leben wird besser, sind oftmals auch enttäuscht. Was habt ihr das Gefühl, ist nötig, damit es überhaupt nicht die ganze Gesellschaft auseinanderdriftet, sondern dass es ein Zusammenleben gibt für beide Seiten? Integration ist sehr wichtig. Also ich rede jetzt von der Schweiz. Wir haben auch hier in der Schweiz ein Integrationsprogramm angefangen. Ich bin selber ein Flüchtling, selber mit 11 in die Schweiz gekommen, selber die Sprache nicht verstanden, selber in der Situation gewesen, wo einfach alles fremd ist. Vor allem für ein Mädchen, das
in der Pubertät sich befindet. Das sucht man sich sowieso selber und dann noch Krieg und das Ganze, das Schlimme. Und dann kommt man noch in eine Gesellschaft, wo alles anders ist, als man gewohnt ist. Und ich denke, wir sind verantwortlich für die Leute, die kommen. Ob das jetzt wir in der Schweiz sind oder die in Deutschland. Es reicht nicht nur, an Stelle und Ort gehen und ihnen zu helfen und sagen, kommen zu uns auf Europa. Und dann ist die Euphorie, das haben wir in Deutschland erlebt. Dann ist die Euphorie da und nach 2 Monaten ist alles weg. Und hier sind Leute, die sind dann auf sich selber gestellt. Unsere Aufgabe als Gesellschaft in der Schweiz, und wir sind alle Schweizer, ich bin auch Schweizer Bürgerin, ich zahle hier Steuern. Und man sagt immer, der Staat soll etwas machen. Man schiebt das immer auf jemand anders. Der Staat ist aber keine Person, leider. Also sind wir der Staat und wir tragen die Verantwortung. Darum haben wir uns entschieden, um die Integrationsprogramme zu machen, versuchen, von Frauen, Müttern, Kindern oder die gefährdeste Gruppe, finde ich, meiner Meinung nach, sind die jungen Männer von 20 bis 30. Die dürfen keine Schule machen, keine Ausbildung, die dürfen nicht arbeiten. Was machen die? Die landen auf der Straße. Dummheiten vielleicht. Auf der Straße und in 2-3 Jahren haben wir mehr Kriminalität. Das ist ganz klar. Also muss man sich mit ihnen beschäftigen. Es reicht nicht an Deutschkurs. Deutsch lernt man am besten unter Leuten. Also muss man sie in die Gesellschaft integrieren und sofort anfangen. Mit Sport, mit Musik, mit jenem. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir haben auch Gruppen hier in der Schweiz, die das machen. Seid ihr auch in Situationen manchmal, oder denkt ihr, jetzt wird es mir zu viel? Zu viel? Mir? Nein. Nur der zu wenig. Chaos. Also, ja, das ist, vor 2 Stunden bin ich, die gleiche Frage ist mir gestellt worden. Und ich sage, wenn das Telefon nicht schält, 1 Stunde lang, dann frage ich mich, ist das jetzt kaputt oder was ist jetzt los? Also ja, nein, man macht es gerne. Also es ist wirklich eine Arbeit. Früher bin ich 8 Stunden am Arbeiten und habe immer auf die Uhr geschaut, wann ist jetzt 8 Stunden, jetzt gehe ich heim. Aber jetzt, einmal bin ich 48 Stunden wach gewesen. Also das ist das Höchste, wo ich, ja. Wenn man helfen will, muss man auch für sich schauen. Schonet nach zwischen, denn es nützt nichts, wenn Kraft verloren geht. Aber ganz herzlichen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Mir geht es manchmal so, wenn ich zuhöre. Wir wissen alle, man muss Lösungen suchen. Es ist nicht einfach etwas, das man wegschauen kann. Und trotzdem bin ich oftmals ratlos. Was ist der richtige Weg? Aber den muss man wahrscheinlich schrittweise jeder für sich probieren zu finden. Und dir hat ihn in diesem Sinn gefunden. Vielen herzlichen Dank, Wanda. Merci. Danke schön. Ja, jetzt ist glaub ich Zeit für einen kleinen Aufschnuffer, meine Damen und Herren. Und zwar die 3 Herren, die jetzt parat stehen für ihren Auftritt, die haben eigentlich sich vor gut 20 Jahren lernen kennen in der Turnhalle. Seedorf und haben gefunden, sie wollen weltberühmt werden. Ja, aber zuerst mal mussten sie ihre ersten Sporen abverdienen als Strassenkünstler. Aber haben dann gleich schon ihre Tanz- und Turnkunst so perfektioniert, dass sie in der Zwischenzeit wirklich weltberühmt sind. Ja, sie pendeln zwischen China und Kanada und müssen nicht mehr auf der Straße ihr Publikum suchen, sondern finden sie in all diesen Ländern. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was machen denn die eigentlich? Also, man könnte sagen, sie machen so etwas wie rhythmische Turnakrobatik. Aber wie das genau aussieht, das schaut ihr am besten gerade selber. Hier sind sie. Herzlich willkommen, Starbuck Comedy. Time to get real. We'll be right back.
Oh, die armen Herren, wie geht's? Ist alles gut? Hart ist es, he? Der Job. Das ist brutal hart. Brutal hart. Schläfst du immer so zu? Nein, es war schon lang hier. Also im Normalfall geht das ohne Sturz. Ist wahr. Der wollte ja schon vor 20 Jahren weltberühmt werden. Ja, das ist so seit der ersten Sekunde. Ja. Hat dann noch nicht gelangt, aber jetzt sind wir dazwischen. Nein, es war natürlich so, dass ich angefangen muss. Ich habe schnaufen, sorry. Mhm. Wir haben angefangen. Wir haben angefangen. Und das war einfach eine Idee. Und es ist immer grösser und grösser und grösser geworden. Wir wollten tolle Breakdancer werden. Das haben wir wollen. Mhm. Wir sind heute immer noch die besten Breakdancer aus diesem Dorf. Seedorf. Ist nicht so gross. Genau. Nein, der hat irgendwann mal wirklich auf der Straße und an bunten Abenden gezeigt, was ihr könnt. Was lernt man eigentlich an so Orten? Auf der Straße. Mhm. Ja, auf der Straße ist natürlich recht speziell, weil es ist irgendwie, wie sie ist, die Leute halten an oder auch nicht, wenn es ihnen nicht gefällt. Mhm. Aber wir hatten das Glück, dass sie immer angehalten haben. Aber eine brutale Lehrzeit, oder? Absolut, ja. Absolut. Wenn man euch zuschaut, in der Zwischenzeit, man weiss ja nicht so genau, was ihr macht. Komik ist klar, Turnen ist auch klar, Akrobatik gehört auch dazu. Ein bisschen Tanz ist auch noch ein Teil davon. Aber das muss auf die Sekunde genau klappen. Das ist so. Es muss sogar auf die hundertste Sekunde genau klappen. Und wir denken, wenn ich jetzt dich so anschaue, du bist einer, der auch so auftreten mit uns. Ja. Wir machen doch mal etwas mit dir zusammen. Aber nicht die Schlägerei von vorhin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was kommt. Wir schauen mal. Also bei uns ist es ja so, dass bei uns alles passieren kann. Es kann irgendetwas, es kann irgendwie Enten durchfliegen, plötzlich. Genau. Enten durchfliegen, die einem dann auf das T-Shirt schießt. Ja. Es kann natürlich auch. Als nächstes bist du jetzt hier dran. Also einfach nur schnell, dass du weißt. Wir zeigen irgendeinen auf dich. Aha. Und du musst dann das Handy hochmachen. Okay. Auf die richtige hundertstel Sekunde. Ich bin Berner, gell? Genau. Es kann läuten. Also es kann einfach ein Telefon läuten, hier zustören. Das ist mal am Suchen. Er ist geschafft! Du hast es so im Griff. Ich habe das Gefühl, wir geben noch bei denen. Weil wir können ja von jetzt auf nachher zu spanischen Musiker werden. Aha. Olé! 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 Der hat noch nicht geklappt. Ja, der ja, machen wir noch einmal. Also, der kommt aufs Zeichen. Genau, wir zeigen auf dich und dann wartest du noch 2 Sekunden und dann kommt's. Okay, also. Also, wir sind ja gespannt. Olé, olé, olé. Olé! Nicht ganz, aber man kann noch ein bisschen trainieren. Braucht extrem Disziplin. Ja, das ist so. Also, eben, wie du jetzt auch hast gemerkt hast, es muss wirklich genau im Timing sein. Und das müssen wir wirklich üben, bis das mal stimmt. Und es ist so, wie mit allem, ohne Disziplin geht natürlich nichts. Auch in der Comedy eben nichts. Das heisst, ihr habt auch noch eine Regie, die richtig schaut, dass ihr das auch so in dem Drive macht, was das Publikum sehen möchte. Keine unberühmte Person. Nein, recht berühmt. Wir haben ein riesiges Glück. Das ist Nadia Sieger, Forces Nadeschkin. Mittlerweile ist es eine grosse Freundschaft. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen. Sie hat in einer Zeit, in der wir selber noch nicht daran geglaubt haben, dass das ein Beruf ist, hat sie uns gesagt, Jungs, von dem kann man leben. Und hat uns dort mit auf einen Weg genommen, auf einen spannenden Weg. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Also, ihr macht das jetzt seit 20 Jahren, lebt seit 10 Jahren davon. Hat auch so eine Familie, reisen sie ja, unendliche Staaten umeinander. Das tönt nach Lampen. Das tönt nach Lampen. Aber wir haben natürlich so wunderbare Partnerinnen daheim, die das alles auch mitmachen. Also, die reisen sozusagen mit dem Zigeunerwagen nach China, Kanada und so weiter. Kind und Kegel mit dabei. Nein, Kind bleiben meistens daheim und wir fliegen nachher.
Ja. Und die Frauen warten daheim. Frauen warten. Aha. Ist das nicht schwierig? Ja, es ist schwierig, aber wir wissen jetzt, wie wir das machen müssen. Weil wenn wir heimkommen, müssen wir einfach den Staubsauger holen aus dem Ecken und die Wohnung putzen, und kochen, mit den Kindern spielen, mit dem Hund laufen, einkaufen. Und unsere Frauen arbeiten ja alle. Mhm. Das müssen sie immer sonst alles zusammen machen. Und dann freuen die sich, und die freuen sich extrem, wenn wir wieder mal zurückkommen. Männer den Putzdienst übernehmen. Genau. Genau. Ja. Aber es ist schon nicht ganz einfach, wenn man so lange miteinander zusammen ist. Und jetzt muss ich noch rechnen. 20 Jahre zusammen, habt ihr in den Windeln schon breakdanced? Ja, du musst früh anfangen, wenn du etwas so schwer ist. Nein, wir haben so zwischen 14 und 16 angefangen. Man sieht es halt einfach nicht an. Ja, das scheint also wirklich jetzt auch so eine Jungbrunnen zu sein, oder? Die Sportart. Ja, also zwei graue Haare sind hier. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Aber wie nennt ihr jetzt eigentlich eure Show? Es ist Comedy. Comedy. Ja. Wir haben früher nicht so genau gewusst, wie wir es sagen sollen, weil wir recht früh gemerkt haben, das lustige Fakt. Wir haben lange gesucht, aber mittlerweile sind wir sicher, es ist Comedy. Starbucks Comedy. Seid ihr der Clunis von dieser Kaffeehauskette? What else? Hat aber nichts mit dem zu tun, sondern es ist ein G und nicht ein CK. Genau, wir sind heißer Kaffee. Mhm. Ja, und ein lätti Käferli. Genau. Die drei netten Käfer von Starbucks. Weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals, dass ihr da seid. Alles Gute. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Ja, von Strassengeschichten haben wir es. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich natürlich ganz besonders auf den nächsten Gast. Weil der sagt, man muss eigentlich den Menschen nicht primär auf die Kleider schauen, sondern man soll ihnen auf die Schuhe schauen. Denn da merkt man, wer die Person ist. Ja. Und wenn man auf die Schuhe schaut, dann ist er natürlich auch gerade der Spezialist. Denn er macht mit seinem Unternehmen Schuhe von A bis Z. Er flickt sie auch. Solange dass man die Schlarpe, die man heutzutage noch kauft, mag flicken. Und er macht hauptsächlich auch Schuhputzseminar. Und wenn ich meine staubigen Treter anschaue, habe ich das Gefühl, ja, wahrscheinlich kommt der gerade im richtigen Moment. Denn dann kann man die noch etwas putzen, damit ich auch glänzend in den Ausgang kann. Herzlich willkommen, Fritz Huiler! Herr Huiler, guten Abend! Bitte. Man soll den Leuten auf die Schuhe schauen und nicht auf die Kleider. Jetzt müsst ihr mir aber sagen, was genau sieht man den Schuhen an? Ob sie gepflegt sind, ob der Absatz schön gerade ist, die Sohle nicht abgelaufen. Mhm. Das und was sehen. Kann man schliessen, wenn der Absatz schräg ist und die Sohle ein Loch hat? Wenn man daraus weiterlaufen tut, dann kann man daraus schliessen, dass es sonst ein bisschen Saumohren ist, kann man auf Deutsch sagen. Also das heisst, besser nicht anstellen. Ja, ja, genau. Bei den Frauen ist es schwieriger, oder? Bei den Frauen ist es schwieriger. Die kaufen schneller Schuhe, kaufen, als sie kaputt gehen. Ja. Mhm. Das ist ja so. Männer, sind die ein bisschen Gitzknäpper in Sachen Schuhe? Auf alle Fälle, ja. Also die Frauen kaufen viel, viel mehr Schuhe als Männer. Mhm. Wie viele Schuhe habt ihr? Ich habe 10 Paar. Sagen Sie die Wahrheit? Ja. Geht jetzt noch, 10 Paar? Ja. Und die Frau hat mehr als ich. Und die Frau hat mehr als dir, immerhin. Ja. Da ist es ja so, dass man früher wirklich gespart hat. He? Ich weiss noch, mit meinem Vater, da ist man also zu Bern zum Makler. Und das war wirklich ein Abenteuer. Und hätte dort etwa 2 Stunden rausgelesen, bis man die Schuhe gekauft hat. Und der Vater hat immer gepistet, weil es so teuer ist. Ist das heute noch so? Nein, heute ist es ein anderes Konsumverhalten, oder? Weil heute der Durchschnittspreis von einem Perlenschuh ist bei 59 Franken. 59? 59 Franken, genau. Eine Sohle kostet? Eine Sohle ist 100 Franken. Mhm. Also wie gesagt, heute muss ein Schuh eigentlich etwa um die 300 Franken kosten, dass man reparieren lässt. Und dass man noch davon sagen kann, es ist ein echtes Paar Schuhe. G-
Genau, richtig. Und alles andere läuft bei euch unter was? Unter Fußbekleidung. Ah. Wenn wir bei den Männern bleiben wollen, was sind denn so die schlimmsten Sünden bei den Männerschuhen? Jetzt neben abgelaufenen Absätzen, die vakuumierten oder wie heisst das, vulkanisierte Gummisohlen? Ja, die vulkanisierte Gummisohle. Also, wenn man einen schönen Anzug hat und so, oder, dann sollte man doch auch einen schönen Lederschuh haben mit einer Ledersohle und nicht mit diesen aufgespritzten Sohlen eigentlich. Aber was kennt man denn einen guten Schuh? Von außen ist der relativ schwierig zu beurteilen. Also ein guter Schuh muss eigentlich der Rahmen genäht sein. Und die Rahmenart sehen Sie von außen eigentlich nicht. Also sehen Sie nicht, oder? Das kann einfach verklebt sein. Das ist, also die meisten sind nicht so verklebt, oder? Und dann gibt es die zweite Machart, die durchgenähten Schuhe. Und die dritte Machart sind eben dann die Rahmen genäht. Und der Vorteil bei der Rahmen genäht ist halt schon die, dass eigentlich zwischen der Laufsohle und der Brandsohle zwischendurch gibt es Platz von der Rahmenart her, von etwa 3-4 mm. Und die tut man dann ausfüllen mit Kork. Und das Kork geht dann mit der Zeit fußbettig und ist sehr angenehm zum Laufen. Wisst ihr, wie viele Kilometer eigentlich ein Mensch läuft? Nein, so ein Leben lang? Nein, keine Ahnung. Etwa 180'000 Kilometer habe ich recherchiert. Ja, also das heisst, man muss schon dafür schauen, dass man anständige Schuhe hat. Weil schliesslich gibt man ja Geld aus für die Matratze. Also man spart bei den Schuhen. Jetzt, ihr seid so etwas in einem Schuhpapst, aber eigentlich gar nicht Schuhmacher, sondern Börsenhändler gewesen, ursprünglich. Wie kommt ihr auf das Metier? Ja. Der Vater hat diskutiert, was ich werden sollte. Und er hat gesagt, ich hatte damals in den Ende 70er Jahren, Anfang 80er Jahren, eine Krise. Und dann haben wir gesagt, ich muss auf die Bank gehen. Mhm. Das ist ein krisenresistenter Job. Ja, das hat geändert. Das hat geändert, genau. Und dann bin ich, glaube ich, als Schuhmacher. Und dann bin ich bei der Bank Fontobel, habe eine Lehre gemacht, war im Börsenhandel, war auch eine Börsenbank. Ich war auch im Ring. Ich habe dann die Händler alle zuhören, habe meine Kursen aufschreiben. Also, da hat man vieles gelernt. Das war echt eine gute Schule eigentlich. Oder? Aber irgendwann auch langweilig geworden. Geld von links nach rechts verschoben. Genau, das macht nicht unbedingt Spass und so. Dann bin ich auf Amerika gegangen, ein Jahr in die Schule dann, bin zurück wieder auf die Bank, in die Bankenwelt gegangen. Und dann ist eben vor 25 Jahren der Vater an einem Unfall gestorben. Und da war ein Betrieb da, eine Schuhmacherei mit rund 30 Mitarbeitern. Und dann musste ich nicht mehr lange überlegen, das zu übernehmen. Und jetzt glücklich als Oberschuhmacher? Ja, sehr glücklich. Ich habe eine sehr gute Crew hinter mir und ich sehr dankbar bin eigentlich, oder? Ich habe das Metier nie gelernt, aber ich mache das ganze Marketing rundherum. Ich mache auch Denkkontrolle. Also jeder Schuh, der repariert wird, geht um meine Hände eigentlich, oder? Mhm. Und das finde ich eben schon noch wichtig, dass man das so gut kontrolliert. Ist euer Metier denn jetzt krisenresistenter als das von der Banken? Bringen die Leute ihre Schuhe noch zum Frischsohlen? Also, prinzipiell, also in den letzten 25 Jahren, ist es immer leicht rückläufig. Aber in dieser Zeit haben wir angefangen mit Massschuhen machen, mit dem Schuhpflegeseminar machen. Also, wir haben das Ganze ein bisschen rundherum aufbauen, eigentlich, oder? Dann haben wir auch starke Orthopädie. Ich meine, die Leute haben schon ein bisschen Probleme mit ihren Füßen und brauchen Einlagen oder haben Verkürzungsausgleich, kürzere Beine. Dann muss man die Schuhe ausgleichen. Also, es gibt schon ein Spektrum, eigentlich. Und ich sage nach wie vor, Handwerk hat goldigen Boden. Also, ich bin auch überzeugt, dass der Betrieb noch in 30, 40 Jahren wird anstehen wird. Wenn man auch eben bereit ist, auf die Kundenwünsche einzugehen, kommen eigentlich auch Frauen zu euch Massschuhe machen? Ja, selbstverständlich. Ja. Gibt es auch berühmte Kundinnen? Also, du sprichst jetzt sicher gerade Tina Turner an, zum Beispiel in der Kundenliste. Mhm. Nein, das ist eine ganz lässige Person. Die geht also wirklich für die Schuhgeschäfte, geht sie Schuhe zusammenkaufen, dann kommt sie zu mir und dann müssen wir anfangen umbasteln. Sie kauft Schuhe und ihr baut sie um. Genau, richtig. Das heisst, wir müssen dann vom einen Schuh den Absatz wegnehmen, auf den anderen montieren. Und schafft Oberteil, wenn wir kürzer machen. Und dann will sie aus einem Flipflop einen Sandalen haben. Also, das ist wirklich eine sehr lässige Sache. Also, super Kundin, oder? Also, sie bringt neue Schuhe zur Reparatur. Ja, das haben wir viel. Ist wahr? Ja, ja. Also, darum tun am Anfang die Schuhe so weh, damit man zu euch muss kommen, damit sie am Schluss. Ja, nicht gerade unbedingt weh machen. Es ist ja schon mehr, wenn sie eine Anti-Rutschsohle wollen, zum Beispiel machen oder eben wenn sie einen Aufbau machen oder einfach eine Abänderung machen. Oder zum Beispiel auch für Hochzeiten kauft man einen weißen Schuh und dann können wir den beige färben, zum Beispiel.
Also, es gibt verschiedene Gründe, dass dann mit neuen Schuhen zu uns kommen. Was mich jetzt interessiert, ist das Schuhputzseminar. Ich habe leider heute nicht die optimalen Glanzschuhe an, muss ich ehrlich sagen. Jetzt könntet ihr mir bitte Schuhe putzen? Nein, das sollen wir anders machen. Du musst die Schuhe selber putzen. Wolltest du den Schuh abziehen? In diesem Seminar ist es so, dass man es selber machen muss. Jawohl, ganz genau. Kommen aber hauptsächlich Hausfrauen, die ihrem Mann die Schuhe perfekt putzen wollen? Nein, also es kommen Kreti und Pleti, eigentlich kommen viele Manager. Mhm. Wir haben schon Böttler gehabt. Frauen kommen auch etwa zwei, drei. Socken ohne Löcher. Ja, das geht. Also wirklich ganz, das ganze Band durch. Und auch Männer wie ich, die ihre Schuhe selber putzen. Ganz genau. Also. Es ist halt auch ein bisschen wie Yoga, eigentlich Kropf lernen. Wenn man putzen, dann tut man nicht mehr denken. Schuhputzen ist Yoga? Ja. Okay. Oh. Also, was muss man machen? Was ist also das richtige Vorgehen? Also, bei einem Lederschuh braucht es eigentlich immer zwei Sachen. Einerseits haben wir Creme. Mhm. Creme tut Poren füllen, genau. Tut, das schauen, dass das Leder reissen tut. Das Leder ist jetzt schon relativ hart da überall eigentlich, oder? Also, ja, du eben mit Selbstglanz. Das ist eben ganz schlecht. Das Selbstglanz hat Silikon drin und Silikon tut Leder auströchnen und das reisst mit der Zeit. Nie Silikon nicht, wegwerfen. Ja. Gut. Also Creme, Poren füllen, wird immer weich bleiben. Das ist eine Nivea-Creme. Und dann haben wir den Wachs. Mhm. Den Wachs kann man einmal im Monat drauf tun, mhm, und ein andermal kann man das drauf tun. Der Wachs tut die Poren schliessen, tut versiegeln, gibt keine Salzränder, keine Wasserränder, tipptopp. Ja, was mache ich jetzt im Winter? Oder die verdammten Salzränder hier? Eben. Ich habe mal den Schuh in die Badwanne geschossen. Das ist richtig, ja. Ist richtig. Ja. Aber also, er war nachher aufgelöst in Bestandteil. Dann war er geklebt, der hat keinen Rahmen genäht. Den Schuh hätte ich bei dir müssen kaufen. Aber wenn man es in die Badwanne tut, das hilft gegen die Salz. Aber genau, was macht man denn, falls der Schuh noch aneinander ist? Wenn er beieinander ist, also einfach Papier reinstopfen, wie früher. Mhm. Und dann alle zwei Stunden Papier raus, dann sind sie feucht. Wieder rein tun, nach drei Tagen ist der Schuh tipptopp trocken. Dann muss ich aber Ferien nehmen. Wieso? Ja, alle zwei Stunden rein und raus. Ja, item. Also, das gut hilft. Also, zuerst, wenn du wieder anfangen, mhm, aber einigen. Abreinigen. Hm, da haben wir die Baumolympen, die du da hast, oder? Ohne Fusel. Ohne Fusel? Ja. Also, siehst du, musst du so nehmen. Ja. Zwei Finger so. Aha. Und dann nimmst du so rum. Militär. Und dann hast du da schöne Dinge. Gut. Hm? Zwei Finger rein. Aha. Da drum herum. Irgendwie. So. Ah. So. Und dann haben wir den Reiniger. Ja. So. Marke Rübis und Stübis. So. Löst das Leder mit Sicherheit auf. Nein, das kannst du mit dem reinigen. Und jetzt tun wir das putzen. Genau. Da musst du jetzt aber reinigen. Jawohl. Das hätten wir. Ist gut. Ja. Also, und der, das sauber abgereinigt ist, ja, natürlich, oder? Dann kann man es mit der Bürste, kann man, mhm, den Rest von dem Zeugs, ja, kann man noch wegbürsten. Jawohl. Muss man da im Sinn vom Yoga. Das ist wie von der Schwächung. Siehst du? Dreckig waren. Muss man da in einer bestimmten, in einer bestimmten. Nein, ach, so schön so. Genau, richtig. Bürste ist aus Rosshaar. Gut. Mhm. Also wäre schon Stufe 1. Ich sehe, genau, also das Publikum ist völlig fasziniert. Schuhputzen hat noch nie so viel Fernsehzeit in Anspruch genommen wie heute Abend. So. Das ist das neue Ereignis von unserer Sendung. Und dann nimmst du die andere Seite. Mhm. So, du kannst wieder so nehmen, oder? Ja. Jawohl. Und dann kannst du rundherum nehmen. Jawohl. Dann kannst du von der Creme. Und jetzt tue ich wachsen. Jetzt tust du Creme drauf. Aha. Jetzt tust du die Poren füllen, dass du dann reissen tust. Richtig. Also, und jetzt machen wir das bis um Mitternacht. Und irgendwann mal glänzen die Schuhe. Jetzt muss man. Also, unser Schuhseminar geht das im Fall 3,5 Stunden. Die müssen zelebrieren. Ja. Müssten wir vielleicht jetzt ein bisschen verkürzen. Und jetzt musst du mir noch sagen, wie man den Glanz drauf bringt. So, jetzt hast du jetzt den Wachs drauf. Jetzt ist es schön matt, oder? Mhm. Jetzt musst du echt im Prinzip eine Viertelstunde lang warten. Jawohl. Aber jetzt haben wir keine Zeit für das, oder? Jetzt kannst du im Prinzip die andere Rosshaarbürste nehmen. Und dann kannst du das so richtig schön hochglanz bringen. Und jetzt wird es meditativ. Genau. Und eben, in der Regel tust du so 5-6 Paar Schuhe aufbringen, machst ein Glas Flasche Wein auf. Und dann kannst du am Samstagmorgen, ist das deine mögliche Betätigung, oder? Das ist wirklich meditativ.
danke vielmals. Und in diesem Sinn, glänzig, endlich, oder mindestens meiner Schuhe. Vielen herzlichen Dank für die kurze Einführung. Und das wär's ja auch schon gewesen, unsere Strassengeschichte. Und mit brillanten Schuhen gehe ich jetzt in den Ausgang. Die, die noch nicht aufstehen mögen, die hocken jetzt noch im Kanapé, schauen das NZZ-Format. Und wir machen Feierabend. Sehen uns nächste Woche wieder. Und mit Sicherheit mit toll glänzenden Schuhen. Ich danke dir vielmals. Alles Gute.